Wir wurden hier in zu einem Waldbrand, Flächenbrand in dem Ortsteil Fahrenhorst alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden wir eine Fläche von ca. 50 x 10 Meter im Brand vor. Die Flammen schlugen schon etwas hoch. Ja, es hat eigentlich nur so das Unterholz gebrannt, das auf dem Boden liegende Laub und an dem einen Baum, der war ein bisschen von den Flammen befallen worden an der Rinde, aber kein weiterer Schaden entstanden. Die Alarmierung hieß letzten Endes nur der entsprechende Straßenname, das wäre die Hauptstraße. Dann mussten wir einen Feldweg hochfahren. Durch die Rauchentwicklung konnten wir dies schon erkennen und konnten daher auf Sicht anfahren. Ja, also natürlich, wir haben jetzt schon lange eine trockene Zeit, einen ziemlich trockenen Winter gehabt. Es hat mal geregnet, aber jetzt nicht so, dass wir sagen können, es hat wirklich was gebracht. Und ebenfalls so die Wettervorhersagen, die man jetzt für die nächsten Wochen oder auch Monate schon bekommen hat und Prognosen, beheißen nichts Gutes. Es wird trocken bleiben und der Sommer wird trocken und warm werden. Darum kann man einfach nur an die Bevölkerung hoffen, dass sie sich anständig verhalten und entsprechend keine Zigaretten oder Ähnliches in den Wäldern entsorgen und uns das Leben einfach machen. Ja, Wind facht Feuer natürlich immer wieder an und treibt es natürlich auch dazu, dass das Feuer weiter wandert. Und so dadurch kann natürlich auch schnell aus einem kleinen Flächenbrand ein großer Brand entstehen, was der Wind halt natürlich gut anfacht und uns das Leben noch schwerer macht.